Ja, Leute, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Leute, was steht heute an? Zum ersten habe ich für euch heute einen neuen Kopf von Oblako, einer russischen Marke, der, wie ich finde, so goddamn sexy aussieht. Dazu kommen wir aber später noch. Zum anderen habe ich für euch heute noch eine neue Kohle von Coco Monkey, zu der wir auch noch kommen werden. Und ich will euch heute einfach noch mal in dem Video zeigen, besonders ist das Video gerichtet an die Leute, die bisher immer Probleme hatten mit Overpacking, so wie ich das mache, wo man einfach mit viel Tabak und viel Hitze raucht. Vielleicht kann ich euch bei diesem Kopfbau-Video heute zeigen, wie ihr damit ein bisschen besser zurechtkommt. Ansonsten wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß bei dem Video und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das noch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hinten ihr bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid und bis gleich. So, dann machen wir es uns doch mal bequem, Mausis, auf dem Balkon. Das Lagerfeuer habe ich schon aufgeschlagen. Ich hoffe, man sieht es nebendran, wie es Köpfchen schon raucht. Das Köpfchen habe ich gerade gebaut. Habe das gerade vielleicht 5 bis 10 Minuten am Laufen. Und es raucht wie ich sehe euch nicht mehr. Kommen wir als erstes mal zum Köpfchen, wie ich jetzt das Köpfchen gebaut habe. Dafür gehen wir mal in die Küche, Leute. Und zwar habe ich jetzt da den neuen Kopf von Oblako, was russisch ist und was so viel heißt wie Wolke. Ja, das Ganze gibt es auf elvano.de, das Köpfchen. Und wie ich das gerne bezeichne, das ist so das Köpfchen mit den Drachenschuppen. Ja, ich finde den Kopf mega nice, der Kopf ist neu. Den haben die mir mitgegeben auf dem Elvano Shisha-Treffen in Dresden, wo ich jetzt war am Wochenende. Manche von euch habe ich getroffen, leider nicht alle, es waren leider nicht so viele am Start, wie ich gedacht habe. Was ich auch gemerkt habe in den Livestreams, nicht so viele Leute kommen, leider aus Dresden, von meiner Community, wie gedacht. Was zur Shisha Deutschland Tour noch alles zu erzählen gibt, das kommt noch in einem extra Video, weil mich auch immer wieder Leute fragen, Nico, wie sieht es denn jetzt aus mit der Shisha Deutschland Tour? Da kommt noch mein separates Video, heute aber jetzt erstmal nur geht es um das Overpacking und um die neuen Kohlen, die ich euch vorstellen möchte. Das Köpfchen, wie ihr schon seht, ist ein Funnelkopf, der nennt sich Dragon, ja, also Oblako M Glazed Dragon blablabla Kopf. Kostet 25 Euro, Link habe ich euch in die Infobox gepackt. Der Kopf, finde ich, sieht unten aus, als hätte er ein Holzelement drin. Ich weiß nicht, ob es Ton ist oder ob es wirklich Holz ist, oben auf jeden Fall ist er glasiert. Und ja, mit diesen Drachenschuppen optisch, finde ich, bekommt der Kopf einfach von mir eine 1. Ich muss auch sagen, ist bisher der sexieste Funnelkopf, den ich bisher zu Hause habe. Und ich muss sagen, ich teste den jetzt seit ein paar Tagen. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem. Wie ich den jetzt baue, Leute, ich habe jetzt hier einen Traube-Minze-Tabak im Kilo genommen, ganz standardmäßig von Alwaha. Und wie ihr schon seht, ich baue das Köpfchen, erstmal mache ich das komplett voll mit dem Tabak, dann tue ich die Blätter ein bisschen beiseite, mache das Loch in der Mitte frei und verteile den einfach mal im Kopf. Danach drücke ich den mit den Fingern so leicht rein, nehme dann wieder Tabak, fülle den Kopf auf und drücke das weiter rein. Das nennt man ja so wie Ami-Setup, ja, dieses Drücken. Digi, keine Ahnung, für was es gut ist. Ich mache es einfach, damit ein bisschen mehr Tabak noch reingeht. Weil Overpacking, was hat Overpacking für einen Sinn? Die meisten Leute denken sich, Nico, wenn man overpackt, overpackt heißt, man packt mehr Tabak in den Kopf rein, als eigentlich reingehört. Und der Tabak ist immer im Vollkontakt. Ob da jetzt Alufolie drauf ist, ob so wie bei mir die Smokebox drauf ist später, oder ob ihr da einen Kaminaufsatz drauf legt, der Tabak steht im Vollkontakt mit eurem Aufsatz. Dadurch bekommt er auch sehr, sehr viel Hitze ab. Und viele fragen sich, hey Nico, der Tabak muss doch dann anbrennen mit 4 Kohlen. Erstmal ein kleiner Zug. Um das jetzt von mir aus zu erklären, wie ich das immer gerne sage, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber nur so kann es ich mir erklären, denn ich habe jetzt mich in den 2,5 Jahren, wo ich nur Overpacking Rauch dran gewöhnt. Es ist einfach so, wenn ihr viel Tabak drin habt und ihr gebt dem Tabak viel Hitze ab, dann verbrennt in den ersten 5 bis 10 Minuten verbrennt die oberste Schicht von eurem Tabak. Die schmeckt irgendwann nach nichts mehr und schützt euch aber unten drunter trotzdem die vielen Aromen durch den vielen Tabak, den ihr hergenommen habt. Ja? Würdet ihr jetzt wenig Tabak reinmachen, würdet ihr dem wenigen Tabak viel Hitze geben, kann ich mir vorstellen, dass der Tabak dann komplett durchgebrannt ist und einfach scheiße schmeckt und das Ganze nach nichts mehr schmeckt. Womit jetzt die meisten ein kleines Problem haben werden, wenn sie anfangen Overpacking zu rauchen oder wenn sie ein bisschen mehr Tabak verwenden beim Kopfbau, sind einfach die ersten 5 bis 10 oder 15 Minuten, 20 Minuten, wo der Tabak oben einfach abbrennt, da das Ganze etwas stärker ist, einfach im Hals. Ja, er fühlt hier so ein leichtes, unangenehmes Drücken, Kratzen und die Leute sagen, Digi, das schmeckt nur noch verbrannt.
Wenn ihr diese 5 bis 10, 15, 20 Minuten überlebt habt, glaubt mir, ihr raucht nichts anderes mehr. Ja? Daran müsst ihr euch einfach nur gewöhnen. Und ein kleiner Tipp von mir, ihr dürft das Köpfchen jetzt nicht so allzu lang stehen lassen, wie ich das mache. Ja? Weil wenn ihr das Köpfchen allzu lang stehen lässt und dann wieder zieht, dann schmeckt es natürlich kacke, weil ihr einfach mit viel Hitze raucht. Das heißt, ihr müsst einfach regelmäßig ununterbrochen rauchen. Jetzt nicht so, nee, sondern einfach halt jetzt nicht das Köpfchen 3 Minuten stehen lassen, ohne dran zu ziehen. Ich hoffe, man hat bei den Aufnahmen gut gesehen, dass der Tabak über den Rand hinaus steht. Und wenn ihr dann die Smokebox drauflegt, wenn das Köpfchen fertig ist, dann sieht man auch schön nice, dass die Smokebox so richtig schön auf dem Tabak liegt und nicht auf dem Kopf. Und wenn ihr dann die Kohlen reintut, ich mache das natürlich mit einer Smokebox und verwende dann die 4 Kohlen von Coco Monkey, die ich euch jetzt gleich auch noch vorstellen werde. Dann sieht man nach den ersten paar Minuten, wenn die Kohle drauf liegt, dass der Tabak sich so ein bisschen komprimiert. Der zieht sich zusammen, die Smokebox rückt näher an das Köpfchen ran. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem, was dann meistens entsteht. Und zwar hat man dann meistens keinen Durchzug mehr, weil die Smokebox direkt auf dem Tabak liegt. Der Tabak schmort sich vielleicht an die Schlitze von der Smokebox an und ihr zieht einfach nicht mehr so gut. Da ein kleiner Tipp, da benutzt ihr einfach so einen kleinen Alufolienstecher. Hier habe ich jetzt den noch von Elvano. Benutzt in dem Video habe ich aber einen ganz normalen Alufolienstecher, den es eigentlich in jedem Shisha-Laden gibt. Den quetscht ihr so zwischen euren Kopf, euren Tabak und eure Smokebox, damit der Kopf einfach noch so ein bisschen Luft zieht und ihr einfach einen Durchzug habt, ja, weil sonst zieht ihr und es geht einfach nichts. So. Wenn ihr das Ganze jetzt angeraucht habt und ihr seid Anfänger, was das Overpacking angeht und ihr denkt euch so, okay, nee, irgendwie geht das nicht, nach 15 Minuten schmeckt das Köpfchen immer noch nicht, könnt ihr immer noch eine Kohle hochlegen, so wie ich das gemacht habe, ihr könnt so eine kleine Pyramide bauen. Falls es euch immer noch zu stark ist, nehmt ihr einfach die 4. Kohle raus, raucht mit 3 weiter. Falls es immer noch zu stark sein sollte, könnt ihr aber auch mit 2 Kohlen weiter rauchen, irgendwann die 3. wieder reinlegen oder die 4., so wie es euch gefällt, spielt da ein bisschen rum mit dem Köpfchen. Ja, das ist mein Tipp. Ich kann euch nicht zeigen, wie man den perfekten Kopf baut. Ich zeige euch immer nur, wie ich meine Köpfe baue. Aber ihr müsst für euch selber herausfinden, was für euch der beste Kopfbau ist, womit ihr am liebsten raucht. Das sind jetzt hier nur kleine Tipps von mir, die ich mit den Jahren, wo ich jetzt hier Shisha rauche, mittlerweile sind es ja glaube ich schon 7 Jahre, oh shit, ich werde alt, euch weitergeben kann, was ich halt so für Erfahrungen gemacht habe. Heute geht es dann auch noch hier um die Coco Monkey Kohle, die ich jetzt circa seit, ich weiß gar nicht, 3-4 Monaten testen darf von Coco Monkey. Die haben die mir zugeschickt. Ist eine neue Kohle auf dem Markt, sind 25 mm Kohlen. Und ich muss sagen, was habe ich in den 4 Monaten jetzt für Erfahrungen gemacht mit den Kohlen? Super, super, super nice Kohle. Besonders jetzt hier fürs Overpacking mit der Smokebox. Da die Kohle nur 25 mm groß ist, passen alle 4 Kohlen direkt in die Smokebox rein. Ich habe bei den 26 mm Kohlen immer so das Problem, dass immer nur 3 reingehen. Die 4. lege ich dann oben drauf, bis er ein bisschen kleiner geworden ist, bis ich sie abaschen kann und dann mit reinpacken kann. Da habt ihr das Problem bei denen hier nicht. Und die Coco Monkey Kohle, die habe ich euch auch verlinkt in der Infobox. Da Coco Monkey noch neu auf dem Markt ist, habe ich euch da einen Link klar gemacht unter nico.slowmo@coco-monkey.com. Könnt ihr die Kohlen bestellen, ja, da sie noch keinen Online-Shop haben. Wie viel kosten die Kohlen? Ihr bekommt 1 Kilo Kohle für 4,50. 4,50 war es, glaube ich. 4 Kilo Kohle bekommt ihr für 13,90 und für die Großhändler, die sich interessieren für die Shisha-Bars an den Kohlen, da bekommt ihr gleich die ganze Palette, also 700 Kilo für den Preis 1,93 pro Kilo, was halt echt günstig ist. Also 1,93 für 1 Kilo Kohle im Großhandel jetzt ist es echt, echt günstig. Die Kohlen sind mir bisher auch noch nie gebrochen. Abaschen tun sie relativ wenig, was ich persönlich feiere. Einzigste, was ich noch sagen kann, da der Hersteller auch gesagt hat, Nico, laber einfach frei Schnauze deine Meinung raus im Video, ist, natürlich wäre es noch nice, wenn es die Kohle noch in der Variante gibt, 25 mm und oder 26 mm, dass man sich entscheiden kann. Viele Leute rauchen ja nur mit 3 Kohlen und dann sind vielleicht die 25 mm zu klein, die wollen ein bisschen mehr Hitze haben. Deswegen würde ich noch nice finden, wenn der Hersteller das Ganze noch in 26 mm anbieten würde. Vielleicht kommt es ja noch, aber wer sich für die Kohlen interessiert, Link und wo ihr die bestellen könnt, ist auf jeden Fall in der Infobox. Ich kann sie euch nur empfehlen.
Also wie gesagt, ist mit unter anderem wirklich noch nicht im Hype die Kohle, aber verdient den Hype. Deswegen stelle ich sie euch im Video vor. Ich sage ja immer allerdings, ich stelle euch nichts hier in meinen Videos vor, was ich euch persönlich nicht weiterempfehlen kann. Und falls sich jemand hier auch die Kohle bestellen sollte, schreibt mir gerne in dieses Video hier in die Kommentarbox rein, wie ihr zufrieden seid mit den Kohlen. Oder im Livestream, wenn wir dann mal abends Livestream, schreibt mir euch da gerne eure... Schau mal, das Wetter, ja, und der Rauch, ich bin schon komplett durch. Schreibt mir gerne eure Meinung einfach mal nieder im Livestream, in den Chat oder hier in die Infobox, damit ich auch ein Feedback bekomme, ob ihr zufrieden seid mit dem, was ich euch hier vorstelle oder nicht. Jetzt lassen wir nochmal einen Zug nehmen. Jetzt merke ich zum Beispiel, nachdem ich jetzt 15 Minuten rauche oder so, okay, Durchzug wird wieder ein bisschen strenger. Anscheinend ist die Smokebox schon wieder zu nah am Tabak, deswegen ziehe ich jetzt meinen Alufolienstecher von der Seite, wo ich es euch vorhin gezeigt habe, raus und stecke ihn einfach bei einer anderen Seite rein und hebe die Smokebox wieder so leicht an, damit der Kopf einfach wieder einen guten Durchzug hat. Lass mal schauen. Einwandfrei. Also wie gesagt, so rauche ich die letzten 2,5 Jahre. Im Overpacking, sei es jetzt mit dem Funnelkopf oder sei es mit einem anderen Kopf, nur damit ich euch das mal wieder ein bisschen näher bringen konnte. Ich weiß nicht, wer von euch ist eigentlich ein Fan vom Overpacking? Raucht ihr gerne im Overpacking? Oder gibt es Leute, die sagen, nee Digi, das geht gar nicht, das schmeckt nicht. Wem es nicht schmeckt, ihr könnt ja mal das Verfahren ausprobieren und mir dann niederschreiben, ob es vielleicht geklappt hat mit meinem Tipp. Ja, falls es zu sehr kratzt, wartet einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten, ja, gebt dem Kopf ein bisschen Zeit, gebt nicht gleich auf am Anfang und dann hoffe ich, klappt es bei euch in Zukunft auch. Ansonsten, wie gesagt, den Kopf, den ich euch vorgestellt habe, ich finde eh, diese russischen Produkte sind, finde ich, noch nicht so im Hype, wie sie hergehören, ja. Also voll wenige Leute irgendwie, die Shisha rauchen, die beachten diese russischen Produkte gar nicht, wie zum Beispiel jetzt auch die Bergbund Kohlezange. Voll viele fragen, Nico, was hast du da für eine kranke Kohlezange in deinen Videos? Die ist von Bergbund, kostet 40 Euro, ich weiß, das erscheint mega teuer. Aber wenn ihr dann mal auf Elvano geht, die haben da sogar ein Video, wie die Kohlezangen hergestellt werden. Oder wie dieser Alufolienstecher hergestellt wird. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich glaube, die brauchen dafür ein Produkt einen Tag lang. Und dann, finde ich, lohnt sich das Ganze wieder. Da man einfach sieht, dass es handgemacht ist und die Jungs sich da echt Mühe geben und wirklich Arbeit reinstecken, was sie produzieren, was sie uns anbieten. Da bin ich echt, also wenn etwas wirklich qualitativ gut gemacht wird, dann gebe ich da auch gern ein bisschen mehr Geld aus. Ja, Leute, ansonsten hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, was den Kopfbau angeht. Ich hoffe, ich konnte euch neue Kohle empfehlen, weil mich auch immer viele fragen, Nico, mit welcher Kohle raus du zurzeit, nur mit den Coco Monkey Kohlen. Ich habe euch wie immer alles unten in der Infobox verlinkt, könnt ihr mal einen Blick reinwerfen. Ich muss übrigens eh noch meine Infobox vom Livestream, glaube ich, ein bisschen erneuern, dass sie übersichtlicher wird, dass man schneller die Sachen findet. Und ansonsten, Leute, hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen, ihr habt einen guten Rauch bei dem schönen Wetter da draußen oder flackt am See mit eurer Pfeife. Wünsche euch da draußen natürlich nur das Beste und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hinten mir bei die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Livestream oder bis zum nächsten Video, macht es gut, einen guten Rauch und bis dann, Leute, ciao.